Das ist genau so, wie es sein soll. Also fürs Fernsehen seid ihr genau richtig. Hi zusammen, mit neuer Frisur. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber meine Haare sind pink. Wem gefällt's, wem nicht? Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute wird gedreht. Und zwar hier bei mir im Studio. Meine liebe Freundin, die Chrissy, die einige von euch vielleicht von Instagram kennen, wird nämlich bei einer Reportage mitmachen. Und dafür geht sie heute zu mir zum Nägelmachen. Da das ja ein großer Teil ihrer Persönlichkeit ist, werde ich also in dieser Reportage vorkommen. Das Kamerateam wird uns also dabei begleiten, wie ich Chrissy ihre Nägel mache. Ich habe mir was total Schönes überlegt. Wir werden eine Mischung aus verschiedenen Nail-Art-Techniken machen. Ich werde Babyboomer machen. Ich werde einen Rosenquarz arbeiten und einen Glitzerverlauf. Chrissy weiß noch gar nicht, was sie bekommt. Das ist also eine totale Überraschung heute. Sie vertraut mir aber und weiß, dass ich ihren Geschmack kenne. Von dem her bin ich ziemlich positiv, dass es ihr gefallen wird. Und ich dachte mir, ich werde euch heute einfach mal mitnehmen. Das Ganze ist ja doch ein bisschen aufregend für mich. Es ist schon etwas anderes, wenn ein Kamerateam zu mir kommt, wie wenn ich jetzt hier vor meiner Kamera sitze und meine Videos ganz alleine mache. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, es klappt alles und ich hoffe, ich mache keine Fehler oder feile sie rein oder sonst irgendwas. Wenn es passiert, dann ist es so, aber es würde mich schon ein bisschen ärgern. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal, wie das Ganze so abläuft. Ich bin genauso gespannt wie du. Deshalb viel Spaß beim Video. Ich werde dich ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, es ist jetzt kurz nach 8:30 Uhr, die Chrissy, und das Team sollte so um 9 Uhr ankommen. Das heißt, ich werde jetzt noch letzte Vorbereitungen treffen und dann, ja, geht's los. Chrissy ist jetzt da und der Kameramann baut schon fleißig auf. Ich schaue mir das Ganze total interessiert an, weil das für mich natürlich auch nicht uninteressant ist, wie das denn die Profis so machen mit Ton und Bild und Licht. Gott sei Dank habe ich einiges an Equipment da. Wir können nämlich meine Softboxen hier ganz gut brauchen, damit das Licht ein bisschen besser ist. Da hat sich der Kameramann total gefreut, der das Ganze für uns filmt, dass ich hier so gut ausgestattet mit Equipment bin. Wir sind auch ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, dass ich meinen eigenen YouTube-Kanal habe. Ich finde es immer ganz interessant, auch mit anderen Leuten über sowas zu sprechen, gerade Leute, die das professionell machen. Da kann man sich einiges abschauen und viel lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich kann euch auch einmal kurz meinen Nagelbereich zeigen. Ich glaube, ihr kennt ihn nämlich gar nicht. Ich habe den noch nie in einem YouTube-Video gezeigt. Ja, das ist mein Arbeitsplatz. An dem drehe ich meine Videos, da arbeite ich meine Kunden. Und einige von euch haben sich auch schon mal gewünscht, dass ich so ein kleines Video mache, in dem ich zeige, was sich so alles in meinen Schubläden befindet und was ich so an Arbeitsmaterial da habe. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich da mal ein separates Video dazu machen. So sieht mein Arbeitsplatz auf jeden Fall aus. Da hinten ist mein Airbrush, meine ganzen Farben und ja, genau. So, wir sind jetzt hier schon am Vorbereiten. Chrissy macht gerade schon eine Story. Ich habe meine Fingernägel bekommen. Oh mein Gott! So, wir sind schon fleißig am Vorbereiten für den Dreh. Die Chrissy ist schon da und der liebe Nikolas vom RTL-Team. Und wir machen jetzt dann der Chrissy ihre Nägel wieder hübsch. Sie legt schon einen Freudentanz hin. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie das hier drin jetzt aussieht im Studio. Und hier steht auch schon so alles, soweit alles bereit. Genau, dass wir jetzt dann auch schön loslegen können. Juhu! Ich habe mich hier während dem Arbeiten schon total auf das fertige Design gefreut, weil ich ja schon so einen groben Plan im Kopf hatte. Und ich habe gehofft, dass es genauso cool auf den Nägeln rauskommt, wie es in meinem Kopf aussieht. Das hat tatsächlich auch funktioniert. Chrissy hat sich wahnsinnig über das Design gefreut. Und hier seht ihr mich jetzt gerade arbeiten. Ansonsten haben Chrissy und ich uns einfach viel unterhalten und eigentlich genau das gemacht, was ich sonst auch mache, wenn sie bei mir ist. Wir quatschen einfach über alles, was der gerade Robert interessant kann das immer besser. Ist. Ja, der guckt mir über die Schulter. Den Babyboomer habe ich übrigens mit Airbrush gemacht. Ich finde, auf langen Nägeln ist ein Airbrush-Babyboomer immer am allerschönsten, weil ich ihn ganz sanft und genau so gestalten kann, wie ich es möchte. Ihr Party People, wir sind jetzt beim Endspurt, die Biene und ich. Wir haben jetzt schon richtig geile, beziehungsweise die Biene hat richtig geile Nägel gezaubert. Ich habe gar nichts dazu getan, ich habe dann mal wieder
viel gelabert und es gefällt mir jetzt schon so mega, mega gut. Die sind einfach so cool und so lang geworden. Und Biene, ich bin einfach so happy. Vielen, vielen Dank. Bin voll gespannt, wie es ganz am Schluss ausschaut. Wir sind jetzt auch schon am Endspurt. Wir sind beim Farbeauftragen angekommen. Chrissy, zeig mal bitte kurz deine Nägel. Hier sieht man den Rohbau. Wir haben eine lange Ballerina gemacht und ein schönes Camouflage-Gel benutzt, um das Nagelbett zu kaschieren. Und hier sieht man schon einen Teil des Designs. Da werden wir einen Glitzerverlauf arbeiten und der Rest, den zeige ich euch jetzt noch nicht. Das ist noch ein Geheimnis. Danke, Biene. Ich freue mich ganz, ganz arg. Ganz locker? Jawohl. Am Schluss haben wir auch noch ein kurzes Interview zusammengeführt. Also ihr supportet euch da gegenseitig. Ne? Und das ist so, weil ihr beide dann eure Arbeit und euch selbst dann auch so ein Stück weit in den sozialen Medien präsentiert, ist es auch wichtig, sich dann halt gegenseitig immer zu filmen und sich dadurch zu unterstützen, damit man wieder irgendwas hat, was man in den Feed stellen kann. Genau, ja, auf jeden Fall. Ich finde schon, dass das eine wichtige Stütze ist, die man sich gegenseitig geben kann, wenn beide auf Social Media aktiv sind, dass man sich einfach verlinkt, dass man Stories macht, dass die Follower vom anderen dann einfach auf einen aufmerksam werden und vielleicht switchen dann die einen oder anderen rüber, die einen noch nicht kennen. Alles klar, vielen Dank. So, ihr Party People, wir sind jetzt fertig. Die Biene hat mich so glücklich gemacht. Schaut euch diese geilen Fingernägel an. Ich flipp total aus. Wir machen jetzt noch ein richtig geiles Foto für den Feed von der Biene und dann darf ich gehen. Es ist so geil geworden. Ich habe Blattgold gekriegt, ich habe Babyboomer gekriegt. Sie sind richtig, richtig schön lang geworden. Und ich kann glücklicher nicht sein. Biene, vielen, vielen Dank. Du hast mich echt so glücklich gemacht. Bitte. Wir machen jetzt ein Foto und ich nehme euch ganz kurz mit. Oh Gott, Biene, ich habe auch richtig Hunger jetzt schon. Jetzt war ich so lang bei dir. Ja, 4 Stunden waren es jetzt, gell? So, ihr Party People. Wir haben nämlich hier wie eine kleine Station. Das seht ihr vielleicht bei der Biene auch manchmal so behind the scenes. Und machen hier das Foto. Ich zeige das einmal ganz kurz. Wollen wir es hier machen? Ja. Und hier mache ich immer meine Fotos. Ich habe hier 2 Lampen aufgebaut. Je nachdem, wie ich das Foto gerne hätte, brauche ich das Licht natürlich immer von einer anderen Seite. Dahinter ist einfach eine weiße Platte als einheitlicher Hintergrund und das hier ist das Tischgestell. Das habe ich ein bisschen höher gesetzt, damit die Kunden sich nicht so runterbeugen müssen und die Hand ganz entspannt hier auf der Platte ablegen können. Die Lampen sind übrigens von IKEA. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das oben, dann könnt ihr euch mal anschauen, wie ich Fotos mache und was für Tipps ich euch dabei geben kann, damit das Foto richtig gut wird. Und das war dann auch eigentlich schon der ganze Dreh. Die Zeit ist total verflogen, ich konnte gar nicht gucken, dann war es schon wieder rum. Ich war aber total froh und glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte, auch wenn ich vorab ein bisschen nervös war. Sobald ich weiß, wann die Reportage, in der ich dann eben in einem Ausschnitt auch dabei sein werde, zu sehen ist, werde ich euch das auf Instagram bekannt geben. Das heißt, wenn du mir noch nicht folgst, dann solltest du das jetzt definitiv tun. Und auch sonst würde ich dir mein Feed natürlich empfehlen, wenn du Spaß am Naildesign hast und dich das Thema interessiert. Da bekommst du immer wieder meine Arbeiten zu sehen, kleine Tutorials, kurze IGTVs, lauter solche Sachen und das solltest du auf keinen Fall verpassen. Das nächste Mal sehen wir uns dann auf jeden Fall auch wieder am Nageltisch, versprochen. Wenn dir diese Art von Video trotzdem gefällt, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das jetzt machst. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.